Die Erfolgsgeschichte von Oprah Winfrey in Bezug auf ihre Gewichtsabnahme ist eine inspirierende Reise, die viele Menschen auf der ganzen Welt motiviert hat. Oprah, eine bekannte amerikanische Talkshow-Moderatorin, Schauspielerin und Philanthropin, hatte jahrelang mit Gewichtsproblemen zu kämpfen. Im Jahr 2017 investierte sie in Weight Watchers und begann ihre Reise zu einer gesünderen Lebensweise. Oprahs Kampf mit dem Gewicht begann schon in ihrer Kindheit. Sie wuchs in schwierigen Verhältnissen auf und fand Trost im Essen. Essen wurde für sie zu einer Art Belohnung und einer Möglichkeit, mit Stress umzugehen. Im Laufe der Jahre entwickelte sie ungesunde Essgewohnheiten, die zu einem stetigen Gewichtsanstieg führten. Als Oprah berühmt wurde und ihre eigene Talkshow startete, stand sie unter enormem Druck, ihrem Publikum und der Öffentlichkeit ein bestimmtes Bild zu präsentieren. Sie fühlte sich unwohl in ihrem eigenen Körper und versuchte, den Erwartungen gerecht zu werden. Dies führte zu einem Teufelskreis aus Diäten, schnellen Gewichtsverlusten und Rückschlägen. Im Jahr 2017 entschied sich Oprah schließlich dafür, ihre Gewichtsprobleme ernsthaft anzugehen. Sie investierte in Weight Watchers, ein Programm zur Gewichtsreduktion, und wurde gleichzeitig zur Mitinhaberin der Firma. Diese Entscheidung war für sie ein Wendepunkt und der Beginn einer neuen Lebensphase. Weight Watchers basiert auf einem Punktesystem, bei dem Lebensmittel entsprechend ihrer Nährstoffzusammensetzung Punkte erhalten. Jeder Teilnehmer erhält eine bestimmte Anzahl von Punkten, die er pro Tag verbrauchen kann. Das System ermutigt zu einer ausgewogenen Ernährung und der Kontrolle der Portionsgrößen. Oprah nahm diese Herausforderung an und begann, bewusstere Entscheidungen über ihre Ernährung zu treffen. Sie arbeitete mit Ernährungsberatern zusammen, um eine individuelle Ernährungsstrategie zu entwickeln, die zu ihren Bedürfnissen und Zielen passte. Sie tauschte ungesunde Lebensmittel gegen nahrhaftere Optionen aus und erhöhte ihren Konsum von Obst, Gemüse und Vollkornprodukten. Die Portionen kontrollierte sie sorgfältig und reduzierte den Verzehr von verarbeiteten Lebensmitteln und zuckerhaltigen Getränken. Parallel zu den Änderungen in ihrer Ernährung begann Oprah auch, sich körperlich mehr zu betätigen. Sie engagierte sich regelmäßig in verschiedenen Aktivitäten wie Yoga, Spaziergängen, Radfahren und Cardioübungen. Durch die Integration von körperlicher Aktivität in ihren Alltag konnte sie nicht nur Kalorien verbrennen, sondern auch ihre Ausdauer und Kraft steigern. Oprahs Gewichtsabnahmereise war jedoch keine einfache. Sie stieß auf Hindernisse, Rückschläge und Momente der Frustration. Sie erkannte, dass Gewichtsabnahme ein ganzheitlicher Prozess ist, der auch emotionale und mentale Herausforderungen mit sich bringt. Oprah arbeitete eng mit einem Therapeuten zusammen, um ihre Beziehung zum Essen und ihre emotionalen Essgewohnheiten zu verstehen und zu bewältigen. Während ihrer Gewichtsabnahmereise teilte Oprah ihre Erfahrungen und Fortschritte offen mit der Öffentlichkeit. Sie nutzte ihre Plattform, um andere Menschen zu inspirieren und zu ermutigen, ihre eigenen Gesundheitsziele zu verfolgen. Ihre Offenheit und Ehrlichkeit machten sie zu einer Vorbildfigur für viele, die ebenfalls mit Gewichtsproblemen kämpften. Im Laufe der Zeit begannen sich die Ergebnisse zu zeigen. Oprah verlor über 30 Kilogramm und fühlte sich nicht nur physisch, sondern auch mental und emotional gestärkt. Sie berichtete von einem gesteigerten Energielevel, besserem Schlaf und einer verbesserten allgemeinen Gesundheit. Oprahs Gewichtsabnahme-Erfolgsgeschichte hat sie dazu inspiriert, ihre Botschaft der Selbstliebe, Selbstfürsorge und einer ganzheitlichen Gesundheit weiter zu verbreiten. Sie betont die Bedeutung von Balance, Achtsamkeit und der Akzeptanz des eigenen Körpers. Oprah ermutigt Menschen, sich nicht nur auf das Gewicht zu konzentrieren, sondern auch auf ihre gesamte Gesundheit und ihr Wohlbefinden. Selbst nach dem Erreichen ihres Gewichtsabnahmeziels ist Oprah weiterhin bestrebt, einen gesunden Lebensstil aufrechtzuerhalten. Sie hat erkannt, dass Gewichtsabnahme nicht das Ende der Reise ist, sondern vielmehr der Beginn einer lebenslangen Verpflichtung gegenüber ihrer Gesundheit. Oprah hat gelernt, auf ihren Körper zu hören und seine Bedürfnisse zu erkennen. Sie praktiziert Achtsamkeit, wenn es um Essen geht, und achtet darauf, dass sie sich ausgewogen ernährt und sich bewusst Zeit für Mahlzeiten nimmt.
Sie hat gelernt, ihre Essgewohnheiten zu genießen und sich nicht schuldig zu fühlen, wenn sie gelegentlich etwas Ungeplantes isst. Stattdessen konzentriert sie sich darauf, die meisten Mahlzeiten mit nahrhaften Lebensmitteln zu gestalten und eine gesunde Balance zu finden. Zusätzlich zu ihrer Ernährung hat Oprah auch die Bedeutung von körperlicher Aktivität in ihr Leben integriert. Sie hat erkannt, dass regelmäßige Bewegung nicht nur für die Gewichtsabnahme wichtig ist, sondern auch für die allgemeine Fitness und das Wohlbefinden. Sie wählt Aktivitäten aus, die sie genießt und die sie motivieren, aktiv zu bleiben. Dies kann Yoga, Tanzen, Wandern oder andere körperliche Aktivitäten umfassen, die ihr Freude bereiten. Neben ihrer eigenen Reise zur Gewichtsabnahme hat Oprah auch einen Schwerpunkt darauf gelegt, andere Menschen zu inspirieren und zu unterstützen. Sie hat zahlreiche Talkshows und Spezials produziert, in denen sie ihre eigene Geschichte teilt, aber auch anderen die Möglichkeit gibt, ihre Erfahrungen und Herausforderungen im Zusammenhang mit Gewichtsabnahme und Körperbild zu teilen. Durch diese Plattform hat sie eine Gemeinschaft von Menschen aufgebaut, die sich gegenseitig motivieren und unterstützen. Oprah hat auch verschiedene Initiativen ins Leben gerufen, um die Gesundheit und das Wohlbefinden anderer zu fördern. Sie hat Bildungsprogramme und Ressourcen entwickelt, um Menschen dabei zu helfen, gesunde Lebensentscheidungen zu treffen und ein positives Körperbild zu entwickeln. Sie setzt sich für die Entstigmatisierung von Gewichtsproblemen ein und fördert die Akzeptanz und das Selbstwertgefühl unabhängig von der Körperform oder Größe. Die Erfolgsgeschichte von Oprah Winfrey bei der Gewichtsabnahme ist eine Reise der Selbsterkenntnis, Selbstliebe und persönlichen Entwicklung. Sie hat gezeigt, dass es möglich ist, ungesunde Gewohnheiten zu überwinden und eine dauerhafte Veränderung zu erreichen. Ihre Erfahrungen haben nicht nur ihr eigenes Leben bereichert, sondern auch Millionen von Menschen auf der ganzen Welt inspiriert, ihren eigenen Weg zu finden, um ein gesundes und erfülltes Leben zu führen. Es ist wichtig anzumerken, dass Oprahs Gewichtsabnahme eine individuelle Reise war, die auf ihre spezifischen Bedürfnisse und Ziele zugeschnitten war. Jeder Körper ist einzigartig, und es gibt keine Einheitslösung für Gewichtsabnahme. Oprahs Erfolgsgeschichte zeigt jedoch, dass mit Entschlossenheit, Disziplin und der Bereitschaft, Veränderungen vorzunehmen, eine positive Transformation möglich ist. Wenn dir dieses Video gefallen hat, abonniere gerne unseren Kanal und gib dem Video einen Daumen nach oben. Vielen Dank fürs Zuschauen.